Hallo, heute versuchen wir mal ein paar Rätsel zu lösen. Von sonst Seite. Schaut da gerne vorbei. Bevor wir losgehen, gucken wir mal auf die Kommentare. Dauert ein bisschen. Das sind wir ja. Okay, was haben wir hier? Ja, ist ein cooles Video. Weiter so und 459 Abonnenten. Okay, Familienmation oder so. Grüße gehen raus an dich. Den Japaner habe ich, glaube ich, gestern schon. Ja, das war's dann. Wenn ihr begrüßt werden wollt, in irgendeinem Video reintrommeln, egal welches. Ich krieg's ja mit. So, probieren wir mal die Rätsel zu lösen. Gefälschten Dokumenten versucht, mit dem Zug nach Kanada zu fliehen. Moment mal, ich Erika habe und jetzt ihre das Wort. Kollegen haben drei verdächtige Personen rausgezogen, die sie. Viertes Wort ist wichtig. So. Erika arbeitet beim Ah, Sicherheitsdienst der Erika. Bahn. Heute Morgen hat sie eine Meldung erhalten. Eine Person mit gefälschten Dokumenten versucht, mit dem Zug nach Kanada zu fliehen. Erika und ihre Kollegen haben drei verdächtige Personen rausgezogen, die sich ziemlich ähnlich sehen. Kannst du die Kriminelle anhand des Passes identifizieren? Nein. Halt, stopp. Weiß nicht. Ich glaube, die Mitte guckt woanders denn. Aber gibt keinen Sinn. Egal aus welchem Land eine Person kommt, auf keinem Passbild dürfen Berge im Hintergrund zu sehen sein. Das Ach Dokument so. dieser Frau soll sagen, um an der Schule zu bleiben. Warte, wenn du lügst, schmeiß ich hier raus, wenn du die Wahrheit sagst, sag ich. Mein Kompliment oder so, keine Ahnung. Ich habe einfach gar nichts. David sollte sagen, ich erzähle Lügen. Dieser Satz erzeugt ein Paradoxon, weil es weder Ah. eine Lüge noch die Wahrheit ist. Ach so. Okay, Abo, Like. So, in meiner anderen Kanäle. Auf wie viele Schafe Alex noch hat? Wart. Das machen wir mal. Aus. Er nahm wie immer eine Pille aus der R-Flasche und dann nahm er aus Versehen zwei aus der B-Flasche. Jetzt hat David keine Ahnung, welche Pille welche ist. Er will die teuren Pillen aber nicht wegwerfen. Was schlägst du ihm vor? Egal, schmeiß weg und hol 9 für 2. David sollte jede der drei Pillen in zwei Hälften schneiden und jede Hälfte auf zwei Stapel verteilen. Jetzt enthält jeder der zwei Stapel die Hälfte der Pille R und zwei Hälften der Pille B. Jetzt muss David eine Pille aus der R-Flasche nehmen, sie halbieren und die beiden Hälften auf die beiden Stapel verteilen. Jetzt wissen wir, dass jeder Stapel zwei Hälften der Pille R und zwei Hälften der Pille B enthält. Oder eine komplette Pille R und eine komplette Pille B. So ein Scheiß. David kann einen Stapel heute nehmen und den zweiten Stapel morgen. Ich bin rot, aber ich rieche wie blaue Farbe. Was bin ich? Keine Ahnung. Himmelblau ist vielleicht. Rote Farbe. Timmys Mutter hat drei Söhne. Ihren ersten Sohn nannte Keine sie Ahnung. April. Der nächste Sohn heißt Mai. Kommst du drauf, wie der jüngste Sohn heißt? Was?
Timmys Mutter hat 3 Söhne. Ihren ersten Sohn nannte sie April. Der nächste Sohn heißt Mai. Kommst du drauf, wie der jüngste Sohn heißt? Juni. Keine Ahnung. Ich hab's nicht verstanden. Timmys Mutter hat 3 Söhne. Ah, Scheiße! April. Der nächste Sohn heißt Mai. Kommst du drauf, wie der jüngste Sohn heißt? Hätte ich drauf kommen können. Alter, verkapiertes Zeug. Und die richtige Antwort lautet Timmy. Ziemlich offensichtlich, oder? Erkennst du, was auf diesem Bild falsch ist? Halt. Ja, das Spiegelbild vom rechten. Nee, die Spiegelbilder sind unterschiedlich. Zu den Personen, die davor sitzen. Die Reflexion in den Spiegeln stimmt nicht mit der Realität überein. Was ist mit diesem Bild? Entdeckst du etwas Seltsames? Nee. Diese beiden Damen scheinen völlig gesund zu sein, aber dieser Mann hat einen Verband am Bein. Warum? Niemand geht ins Schwimmbad mit einer offenen Wunde, es sei denn, man ist ein Zombie. Der König der hat Söhne, die 6, 7 oder 8 Beine haben. Derjenige mit 7 Beinen lügt immer. Aber diejenigen mit 6 oder 8 Beinen sagen immer die Wahrheit. In einer Nacht treffen sich die 4 Söhne und unterhalten sich. Der blaue Oktopus sagt, wir haben insgesamt 28 Beine. Der grüne sagt, wir haben insgesamt 27 Beine. Der violette sagt, wir haben insgesamt 26 Beine. Und der rote Oktopus sagt, wir haben insgesamt 25 Beine. Kommst du drauf, welcher farbige Sohn die Wahrheit sagt? Richtig verstehen. Zu sein. Aber dieser Mann hat einen Verband am Bein. Niemand geht ins Schwimmbad mit einer offenen Wunde, es sei denn, man ist ein Zombie. Der König der Oktopusse hat Söhne, die 6, 7 oder 8 Beine haben. Derjenige mit 7 Beinen lügt immer. Aber diejenigen mit 6 oder 8 Beinen sagen immer die Wahrheit. In einer Nacht treffen... Halt. Muss ich einfach zusammenrechnen, 13, 21. Sich die 4 Söhne und unterhalten sich. Der blaue Oktopus sagt, wir haben insgesamt 28 Beine. Der grüne sagt, wir haben insgesamt 27 Beine. Der violette sagt, wir haben insgesamt 26 Beine. Und der rote Oktopus sagt, wir haben insgesamt 25 Beine. Kommst du drauf, welcher farbige Sohn die Wahrheit sagt? Sag mal 28. Der grüne Sohn sagt die Wahrheit. Ja. Um das zu beweisen, gehen wir zunächst davon aus, dass einer von ihnen die Wahrheit sagt. Offensichtlich lügen 3 der 4 Söhne, weil sie sich nicht einig sind. Nehmen wir an, dass der blaue Oktopus die Wahrheit sagt. In diesem Fall hat er entweder 6 oder 8 Beine. Und die anderen Krakenbrüder lügen, was bedeutet, dass sie 7 Beine haben. In diesem Fall ist die Gesamtzahl der Beine 6 plus 7 plus 7 plus 7 ist gleich 27 Beine oder 8 plus 7 plus 7 plus 7 ist gleich 29 Beine. Aber der blaue Oktopus sagte, dass sie insgesamt 28 Beine haben, also lügt er. Mit der gleichen Logik prüfen wir die Aussagen der restlichen 3 Söhne und so haben wir herausgefunden, dass der grüne Oktopus die Wahrheit sagt. Das ist mir zu viel. Ich habe ein Auge, kann aber nicht sehen. Ich bin schneller als jeder Mensch, habe aber keine Gliedmaßen. Was bin ich?
Internet. Die richtige Antwort ist Hurricane. Ach so. Ich kenne ein Wort mit 5 Buchstaben, füge 2 hinzu und es wird weniger. Errätst du das Wort? Keine Ahnung. Die richtige Antwort lautet wenig. Ich habe einen Bart, ohne ein Mann zu sein. Ich bin grün, aber ich bin keine Eidechse. Ich bin weiß, aber ich bin kein Schnee. Was bin ich? Komm schon, bitte eins richtig mal. Wort. Ah, dieses Rätsel macht dich kaputt, Mann. Die richtige Antwort lautet wenig. Ich habe einen Bart, ohne ein Mann zu sein. Ich bin grün, aber ich bin keine Eidechse. Ich bin weiß, aber ich bin kein Schnee. Was bin ich? Ein Wal. Die richtige Antwort ist ein Lauch. Na, toll. Ein böser Zauberer hielt Willi in seinem Turm gefangen. Willi konnte fliehen, aber jetzt muss er sich zwischen diesen 3 Türen entscheiden, um aus dem Turm rauszukommen. Hinter der ersten Tür befindet sich ein giftiges Gas. Der zweite Weg ist versperrt mit giftigen Skorpionen und Schlangen. Und hinter der dritten Tür lauert ein Löwenrudel, das seit 3 Jahren nichts mehr gefressen hat. Welcher Weg ist der sicherste? Der dritte, weil die anderen tot sind. Die Löwen sind tot, alle. 3. Der dritte. Welcher Löwe kann 3 Jahre hungern und ist dann noch am Leben? Monika schwärmt für Immobilien. Endlich mal eins richtig. Früher gab sie 300.000 Euro pro Haus aus und erwarb weltweit Eigentum. Irgendwann merkte sie, dass sie zu viele Häuser hat und fing an, sie für 30.000 Euro pro Haus zu verkaufen. Wie kann das sein, wenn sie dabei offensichtlich Geld verliert? Wart. Welcher Löwe kann 3 Jahre hungern und ist dann noch am Leben? Monika schwärmt für Immobilien. Früher gab sie 300.000 Euro pro Haus aus und erwarb weltweit Eigentum. Irgendwann merkte sie, dass sie zu viele Häuser hat und fing an, sie für 30.000 Euro pro Haus zu verkaufen. Wie kann das sein, wenn sie dabei offensichtlich Geld verliert? Wolkenkratzer und die verkauften Wohnungen dann. Bevor sie ihren Besitz verkaufte, war Monika Milliardärin. Aber weil sie mit Verlust die Häuser verkauft, ist sie nur noch Millionärin. Ich bin voller Löcher, aber ich halte Wasser. Was bin ich? Was ist voller Löcher und haltet Wasser? Ein Damm? Ein Schwamm. Sarahs Mutter hat 2 Söhne und 1 Tochter. Die Namen der Söhne sind Jakob und Jonathan. Wie lautet der Name der Tochter? Ah, das ist wie vorhin, ne? Sie nur noch Millionären. Ich bin voller Löcher, aber ich halte Wasser. Was bin ich? Ja, ein Schwamm. Kapiert schon. Ein Schwamm. Sarahs Mutter hat 2 Söhne und 1 Tochter. Die Namen der Söhne sind Jakob und Jonathan. Wie lautet der Name der Tochter? Sarah. Wie sie vorhin. Sarah, du bist in einem Raum mit 3 Affen. Ein Affe hat eine Banane, bist jetzt einer richtig hat einen nur. Stock und einer hat nichts. Kannst du mit Sicherheit sagen, wer der klügste Primat im Raum ist? Der mit Stock, keine Ahnung. Du! Die Sonne färbt mich, die Hand nimmt mich, der Fuß tritt mich, der Mund schmeckt mich. Was bin ich? Einer hat nichts. Kannst du mit... Eine Banane. Einer hat einen... Sarah... Du bist in einem Raum mit 3 Affen. Ein Affe hat eine Banane, einer hat einen Stock und einer hat nichts. Kannst du mit Sicherheit sagen, wer der klügste Primat im Raum ist?
Ich glaub nicht. Die Sonne färbt mich, die Hand nimmt mich, der Fuß tritt mich, der Mund schmeckt mich. Was bin ich? Er der klügste Primat im Raum ist. Du! Die Sonne färbt mich, die Hand nimmt mich, der Fuß tritt mich, der Mund schmeckt mich. Was bin ich? Leder? Keine Ahnung. Die richtige Antwort ist Trauben. Achso. Bernd nahm an einem Rätselwettbewerb teil. Der Moderator verband Bernd die Augen und gab ihm einen Korb mit 25 roten Äpfeln, 47 grünen Äpfeln und 3 gelben Äpfeln. Wie viele Äpfel muss Bernd mindestens rausholen, um sicher zu sein, dass er mindestens 2 Äpfel in verschiedenen Farben hat? Zweimal. Er sollte mindestens 48 Äpfel rausholen, denn es besteht die geringe Chance, dass er nacheinander 47 grüne aus dem Korb holt. Die Schwester, also ich habe hier heute gar nichts. Ein Opa, eine Oma, 2 Väter, 2 Mütter, ein Bruder, 2 Schwestern, 2 Söhne, 2 Töchter, eine Schwiegertochter und eine Schwiegermutter müssen an einen Tisch passen. Es gibt aber nur 7 Stühle. Wie viele Stühle müssen Sie noch besorgen, damit alle gemeinsam am Tisch sitzen können, wenn jeder seinen eigenen Stuhl bekommt? Hm. Mann, bleib mal ruhig. Jetzt war es falsch stehen. Ein Opa, 2 Väter, 2 Mütter, ein Bruder, 2 Schwestern, 2 Söhne, 2 Töchter, eine Schwiegertochter und ein. Ah, keine eigentlich. Oder? Bin nur Oma und Opa ist auch eine Mutter. Ja, basta. Auch wenn es falsch ist. Sie brauchen keine weiteren Stühle. Es sind ja nur 7 Personen. Ein Opa hat eine Oma geheiratet. Sie haben eine Frau. Zusammen haben sie 1 Sohn und 2 Töchter. Es sind also nur 7 Personen beim Essen. Was muss zerbrochen werden, bevor du es benutzen kannst? Hast du eine Idee? Was? Nein. Okay. Ein Ei. Wow. 3 von 25. Egal auf welcher Kultur der Dartpfeil landet, die spielen wir dann. Okay, das war's. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.